Antenne Vorarlberg sucht den Superfeuerwehrmann. Lange geht's auch nicht mehr. Dann wissen wir, wer Antenne Vorarlberg Superfeuerwehrmann 2013 wird. Am Samstag verraten Stubi und Tanja Nachbauer vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio den oder die Gewinnerin auf dem Landesfeuerwehrfest in Doren. Bis dahin stellen wir Ihnen aber natürlich noch die Kandidaten vor, wie den Bernd Manser aus Schopenau, ganz hinter dem Bregenzer Wald, und getroffen hat ihn Antenne Vorarlberg Reporter Tobias Gechter. Servus miteinander, da ist der Manser Bernhard. Ich bin bei der Feuerwehr auch. 1982, das sind schon also 30 Jahre. Ich bin Gruppenkommandant, bin Maschinist, fahre auch mit einem roten Auto, nicht bloß Postauto. Ich bin auch aktiv bei der Jugend, da bin ich bei der OAVÜ als Jugendleiter tätig seit heuer. Und schon seit 8 Jahren bin ich Jugendbetreuer. Wenn man jetzt so lange bei der Feuerwehr ist wie du, dann gibt es Einsätze, an die man sich gern oder aber auch weniger gern erinnert. Was ist jetzt da ein Ereignis für dich, wo du sagst, okay, daran denke ich immer wieder? Großes Ereignis war das Hochwasser 2005. Dort haben wir 4 Tage durchgearbeitet, also ist ein großes Ereignis gewesen, relativ positiv ausgegangen. Weniger erinnert tut man sich daran, wenn man zu einem Verkehrsunfall kommt und dort Menschen Gefahr sind oder zu Gerd tödlich verunglückt sind, die denkt man nicht. So gehen zurück. Positiv ist, wenn man von Einsatz geht und wirklich ohne Schaden wieder zurückkommt und das Ereignis nicht so groß gewesen ist. Was spielt sich im Kopf ab, wenn man da mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wird, muss einrücken ins Feuerwehrhaus? Was spielt sich da ab im Kopf? Wir machen mal den Einsatz, was kommt auf uns zu, was ist passiert und ja, wie man, hoffentlich ist es nicht so böse und irgendwann, wenn es auf einem Piepsaal staubt, Verkehrsunfall mit verletzten Personen oder schwerer Verkehrsunfall, man dort spielt es im Kopf sehr, die Zeit, was du zum Feuerwehrhaus fährst, spielen sich Gedanken im Kopf sehr ab, was jetzt wirklich auch ist. Und das ist und dort hast du es Ruhe bewahren und nicht anfangen zu stressen und sagen, so, jetzt muss ich selber runter. Schau, es ist genau das Feuerwehrhaus kommt. Und das ist da ein Fehler, weil dann kann es sein, dass du so einem Unglück zwei machst. Und dort muss man einfach ruhig sein und nicht alles überstürzen. Bernd Manser aus Schopenau, Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Und wenn auch Sie noch jemanden kennen, der den Titel Superfeuerwehrmann verdient hätte, bitte anmelden, schnell auf antennevorarlberg.at. Bis Freitag ist dafür noch Zeit und zu gewinnen gibt's für den Superfeuerwehrmann 2013 eine Hammerreise nach New York inklusive Besuch bei der New Yorker Feuerwehr. Wir